Jetzt sage ich vielleicht mal was. Kannst du mich hören? Kannst du mich gut hören? Ich kann dich sehr gut hören. Das ist schön. Carlos, kann das sein, dass du beim Friseur warst? Ja. Ja, man sieht's. Sehr schön. Also, mir fällt sowas ja auf. Nicht wundern, mein linkes Auge tränt ein bisschen. Ich bin letztens mit der Kontaktlinse eingeschlafen. Und jetzt ist mein linkes Auge ein bisschen entzündet. Das soll euch aber nicht irritieren. Sonntag, 23. April 2023. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Vor ein paar Wochen habe ich zum Ende einer Gesprächsrunde auf In Dubio einen Mitschnitt von einer Demonstration präsentiert. Der Mitschnitt stammt aus einer Zeit, wo in Deutschland die schärfsten Anti-Corona-Maßnahmen herrschten. Und auf dieser Aufzeichnung konnte man hören, wie ein Polizist zu einer Frau sagte, sie solle jetzt ihr Grundgesetz wegpacken, denn das Zeigen eines Grundgesetzes sei jetzt hier zu dieser Zeit und an diesem Ort nicht gestattet. Und da das so unglaublich klingt, möchte ich das noch einmal vorspielen. Das ist eine Nachricht, die Sie uns da zeigen, nur mit einer politischen Meinungsäußerung, die dürfen Sie hier nicht tätigen. Darum geht es jetzt gar nicht. Darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht darum, dass Sie hier eine Message hier nach außen tragen. Okay, ja? Also mit anderen Worten, ich habe gar keine andere Chance, als mein Grundgesetz runterzunehmen, sozusagen abgeführt. Sie sollten das jetzt wegpacken, ansonsten müssen wir Sie hier vom Platz führen. Zeigen ja keine politische Meinungsäußerung. Das Grundgesetz ist keine politische Meinungsäußerung, auf gar keinen Fall. Nein, der ganze, Sie wollen ja damit eine gewisse Message austragen. Deswegen, nee. Ich habe gesagt, dass Sie jetzt hier an Ort und Stelle keine politische Meinung äußern dürfen. Und das tun Sie, indem Sie das Grundgesetz vor der Brust halten, eine gewisse Message nach außen zeigen. Und deshalb sollten Sie es jetzt wegpacken. Aber nur mal so, Sie haben diese Ordnung gelesen, da steht nicht drin, dass ich keine politische Meinung äußern darf. Da steht... Sie dürfen heute hier das nicht tun. Ich darf nicht hier sein. Nein, Sie dürfen nicht hier jetzt mit Ihrer Message, die Sie hier nach außen tragen, hier eine Meinung äußern. So, ich muss gestehen, dass mich das besonders schockiert hat. Vor allem die Gelassenheit und die Ruhe, mit der der Polizist gesagt hat, dass das Grundgesetz eine unerlaubte Meinungsäußerung ist und das dürfe man jetzt hier einfach nicht zeigen. Und die Jahre 20, 21, 22 waren nicht arm an Dingen, die mich schockiert haben. Kinder, die zwangsisoliert wurden, die nicht mehr zu ihren Großeltern gelassen wurden, denen gesagt wurde, wenn ihr eure Maske nicht richtig tragt, dann könnt ihr Oma und Opa töten. Großeltern, die in der Einsamkeit gestorben sind, weil keine Menschen und keine Familienangehörigen mehr zu ihnen gelassen wurden. Jugendliche, die verfolgt wurden von der Polizei, weil sie sich heimlich draußen getroffen hatten, um Party zu machen. Es gibt Aufnahmen, wo Polizeiwagen hinter Jugendlichen herrasen, um sie einzufangen, weil sie es gewagt hatten, das zu tun, was Jugendliche eben in dem Alter tun. Und trotzdem hat mich dieser Moment bei der Demonstration besonders betroffen gemacht, gerade wegen der Gelassenheit. Und an diese Demonstration musste ich denken, als mich vor ein paar Tagen Felix Perrefort angeschrieben hatte und mich gefragt hatte, ob ich nicht einmal eine In Dubio-Folge machen möchte zu dem Thema, was wir denn juristisch tun können, um die letzten Jahre aufzuarbeiten. Und ich finde das eine großartige Idee und deswegen ist Felix auch heute hier. Hallo Felix. Hallo Gerd, ich freue mich hier zu sein. Und ich habe Felix dann gefragt, welchen juristischen Experten wünschst du dir denn, um gemeinsam darüber zu sprechen? Und er hat nicht lange nachgedacht und hat direkt gesagt, Carlos. Und deswegen ist er heute hier, Carlos A. Gebauer. Schönen guten Tag. Guten Tag, Gerd. Guten Tag, Felix. Vielen Dank für die Einladung. Felix, weil es deine Idee ist, dass wir heute darüber sprechen, schlage ich vor, erklärst du einfach, was dich zu der Idee gebracht hat, jetzt ganz besonders mal zu fragen, welche juristischen Möglichkeiten es denn gibt, die letzten Jahre aufzuarbeiten. Und nach der Erklärung kannst du auch direkt die erste Frage an Carlos stellen. Ja, mich beschäftigt der Gedanke, wie man
ja, offensichtliches Fehlverhalten von Behörden vor Gericht bringt. Also was von außen zu erkennen ist, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Das betrifft gerade vor allem das Paul-Ehrlich-Institut, weil man dort erkennt, dass keine Warnsignale als solche anerkannt werden wollen, obwohl das Meldeverhalten sehr hoch sind. Es stehen ja über 50.000 Verdachtsmeldungen für schwere Nebenwirkungen im Raum. Auch sehr viele Tote, und man fragt sich, ja, was müsste denn eigentlich passieren, damit Handlungsbedarf anerkannt wird, damit Nachforschungen angestellt werden? Also man könnte ja auch, oder normalerweise ist es gesetzlich so geregelt, dass wenn ein Risikosignal erkannt wird, dann muss diesem nachgegangen werden, dann muss mit besonderer Strenge dieses Signal verfolgt werden, besonders stark untersucht werden. Und das passiert ja offenbar nicht. Und das kann ja nicht legal sein, ne? Also das zu den Amtsaufgaben, zu den gesetzlichen Aufgaben dieser Behörden gehört ja diese Sicherheitsanalysen, diese Pharmakovigilanz ordnungsgemäß nach wissenschaftlichen Maßstäben durchzuführen. Und wenn das nicht passiert, kann das ja sozusagen nicht legal sein. Und meine Frage als juristischer Laie ist, wie bringt man sowas dann vor Gericht? Man könnte das jetzt auch noch an einem anderen Beispiel durchführen, am RKI, aber ich will es jetzt mal beim Paul-Ehrlich-Institut erstmal belassen. Das ist sozusagen die Frage, die mich umtreibt. Und deswegen bin ich auf unseren geschätzten, ach gut, Autor und geschätzten Anwalt Carlos A. Gebauer gekommen und habe ihn kontaktiert und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Carlos, möchtest du direkt was dazu sagen? Denn es gab auch sehr viele unsägliche Dinge, die in den letzten 3 Jahren gesagt wurden. Aber eine Sache, die mich wieder richtig fertig gemacht hat, ist Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen für die CDU. Und er sagte am 11. August 2021, wenn man das Geld nicht bezahlen will, muss man sich halt impfen lassen. Oder man muss demnächst leben wie ein Einsiedler. Das ist die Wahrheit. Wenn die Politik die Bürger so sehr genötigt hat, sich impfen zu lassen, muss es doch juristische Möglichkeiten geben, im Nachhinein etwas gegen diesen Druck zu unternehmen, oder? Ja, da gibt es auch durchaus Möglichkeiten. Also ich würde mal den methodisch ordentlichen Weg wählen für unsere hiesige Erörterung, dass ich zunächst mal die 3 Gerichtszweige auseinandernehme, die uns Juristen im Wesentlichen immer beschäftigen. Und das ist das Strafrecht, das Verwaltungsrecht und das Zivilrecht. Der erste Impuls bei vielen Menschen ist ja immer wieder, wenn sie über etwas empört sind, dass sie sagen, da stelle ich mal eine Strafanzeige oder da zeige ich jemanden an mit der Idee, dass er vielleicht einen Bußgeldtatbestand verwirklicht hat. Ich rate in meiner anwaltlichen Beratungspraxis jedem immer davon ab, Corona-Aufarbeitung über Staatsanwaltschaften betreiben zu wollen. Schlicht aus 2 Gründen. Das eine ist der sehr populäre Einwand, dass Staatsanwaltschaften und Staatsanwälte als Beamte weisungsabhängig tätig werden. Und wenn es eine politische Befindlichkeit gibt, aus der heraus es nicht gewünscht wird, explizit oder unausgesprochen, entsprechenden Fehlleistungen nachzugehen, dann wird man keinen Staatsanwalt dafür begeistern können, das zu tun. Man kann zwar immer, wenn eine Staatsanwaltschaft eine Tat nicht weiter verfolgen möchte oder nicht weiter ermitteln möchte, man kann da Beschwerde einlegen zum Generalstaatsanwalt. Und wenn man damit scheitert, kann man ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren beim zuständigen Oberlandesgericht oder in Berlin beim Kammergericht anhängig machen. All das ist nach meiner anwaltlichen Erfahrung, um es böse zu sagen, eher Geldverschwendung und Zeitverschwendung. Man läuft dort gegen Wände und diese Zeit kann man besser investieren. Haken wir also mal zumindest bis auf Weiteres das Strafrecht ab. Was dann bleibt als Zweites, ist das Verwaltungsrecht. Es ist sehr, sehr schwierig für einen Verwaltungsrichter, auch wenn er dogmatisch ordentlich arbeiten möchte und das gut tut, einer Behörde in ihrer
fachlichen Königsdisziplin Vorgaben zu machen und ihr zu erklären, was sie anders oder richtiger zu machen hat, weil er natürlich dort immer wieder mit dem Problem konfrontiert ist, dass er nur ein Jurist ist, wohingegen die Behörde sich mit der Sache richtig gut auskennt. Auch das subsumiere ich eher in die Rubrik Zeitverschwendung, denn bis da ein Sachverständiger bestellt ist, ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Und ob das dann tatsächlich zu einer Verhaltensänderung bei der Behörde führt, wenn man irgendein subjektives Recht geltend machen kann, das ist alles sehr umstritten und sehr, sehr fraglich. Was also bleibt, ist nach meinem Dafürhalten die Königsdisziplin der Juristerei, das Zivilrecht. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als das Zivilrecht. Das Zivilrecht ist eine Geistestechnik, mit der man sich auseinandersetzen kann. Und insbesondere haben wir in Deutschland ein wunderbares Verfahrensrecht mit der Zivilprozessordnung und ihren Begleitgesetzen, die wunderbare Handhaben gibt, behördliches Fehlverhalten im Gebiete des Haftungsrechts einzuhegen. Haftungsrecht ist, man kann das nicht oft genug betonen, Haftungsrecht ist in erster Linie Qualitätssicherungsrecht. Jeder weiß, dass der schon mal Auto gefahren ist. Wir fahren vorsichtig Auto, aber wir fahren ganz besonders vorsichtig Auto, weil wir uns erstens nicht strafbar machen wollen, aber auch zweitens, weil wir nicht haften wollen, weil wir immer im Hinterkopf haben, dass dann unser Schadenfreiheitsrabatt steigen könnte. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss für etwas Verantwortung übernehmen, für etwas haften, dann verhalte ich mich besonders sorgfältig. Und auch meine Behörde weiß natürlich oder sollte wissen, dass sie ihre Arbeiten, insbesondere auch auf dem Gebiet, in dem sie sich besonders auskennt, sehr präzise auszuführen hat, weil sie unter Umständen bei Fehlleistungen haftet. Und das wäre, vielleicht hört uns ja auch jemand zu da draußen, der eine oder die andere, das wäre meine Einladung an jeden, der sich irgendwie betroffen fühlt von einer Impfung, dass er sagt, ich glaube, mir ist ein Schaden entstanden und ich glaube, dieser Schaden wäre mir erspart geblieben, wenn die Behörde ein Warnsignal, das da draußen in der Realität geherrscht hat und das einige Wissenschaftler bereits erkannt hatten, dass die Behörde dieses Warnsignal überhört hat, übersehen hat, nicht tätig geworden ist und also etwas unterlassen hat, wozu sie nach ihrem gesetzlichen Auftrag verpflichtet war. Und weil sie es unterlassen hat, ist mir mittelbar dadurch ein Schaden entstanden und für diesen Schaden mache ich diese Behörde nun schadensersatzpflichtig. Und das Schöne an einem solchen Zivilprozess ist, dass er nicht erst zugelassen werden muss von irgendeinem Gericht, sondern man muss eine schlüssige Klageschrift einreichen. Man muss sehr sauber darstellen, warum man glaubt, dass die Tatsachen reichen, um einen Haftungsanspruch auszufüllen. Und wenn man das tut, dann muss das Gericht, wenn es ordentlich arbeitet, in die Beweisaufnahme einsteigen und muss sich vernünftig und sachorientiert, methodisch ordentlich in dieser wissenschaftlichen Disziplin mit dem Vortrag auseinandersetzen, so wie das von der Gegenseite bestritten wird. Das Schöne daran ist, wenn man zum Schluss mit einer solchen Klage Unrecht hat, nach einem Sachverständigengutachten, dann kriegt man vielleicht kein Schmerzensgeld oder keinen Schadensersatz. Aber mindestens ist im Idealfall die Sache gut aufgeklärt und wir haben eine Handhabe durch ein Sachverständigengutachten, wie weiter fortgefahren werden soll. Letzte Bemerkung dazu, was meine Erfahrung in der Vergangenheit gewesen ist, mit verschiedenen selbstständigen Beweisverfahren, da dominiert insbesondere eine Entscheidung eines Oberlandesgerichtes. Da war ich schon auch als Anwalt einigermaßen erstaunt, dass sowohl das Landgericht als auch ihm in der Beschwerdeinstanz folgend das Oberlandesgericht tief in eine nicht wirklich überzeugende argumentative Trickkiste gegriffen hat, um zu verhindern, dass ein Beweis erhoben wird. Es ist alles getan worden, um diese Akte um Gottes Willen nicht einem Sachverständigen vorzulegen. Mit schlechten Gründen, mit wirklich schlechten und nicht überzeugenden Gründen. Und das Spannende daran ist dann die Anschlussfrage, wovor haben Richter Angst, wenn sie eine Streitfrage nicht einem Sachverständigen vorlegen? Diese Hürde müssen wir überwinden. Und da würde ich vielleicht gleich dann, wenn wir aus dem streng juristischen und prozessualen herauskommen, nochmal etwas sagen wollen über die Psychologie des Richters oder der Richter,
Aber da kommen wir vielleicht gleich drauf zurück. Vielleicht wäre das auch, Felix, jetzt für dich nach diesem ersten Gang jetzt mal so durch die drei groben Disziplinen der Juristerei ein erster Anknüpfungspunkt, um deine Eindrücke dazu zu schildern. Ja, meine Eindrücke sind bestehen in einem gehörigen Maß Frust. Also dass das Strafrecht sozusagen von vornherein keine erfolgsversprechenden Chancen gewähren soll, ist frustrierend, weil ich würde es gerne mal ein bisschen zuspitzen. Also nehmen wir an, das Paul-Ehrlich-Institut winkt ein Medikament durch, das gar nichts bringt und bei jedem, sagen wir, zehnten schwerwiegende Schäden hinterlässt. Also ein ganz offensichtliches Fehlverhalten liegt vor. Und die Studien und so weiter wurden manipuliert und die Behörde hat nicht nachgeschaut und nicht richtig geprüft und hat das trotzdem im Umlauf gebracht, sodass dann eine hohe Anzahl an Menschen damit geschädigt wurden. Dann sollte man doch meinen, dass diese Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden können und dass man nicht ausschließlich als Geschädigter tätig wird, sondern dass man in einem funktionierenden gesellschaftlichen System nicht einfach auf das Gutdünken, auf das der Staatsanwaltschaften angewiesen ist, sondern dass man das sozusagen irgendwie erzwingen kann, dass man den Druck so weit erhöht, dass die Staatsanwaltschaften nicht untätig bleiben um einen enormen Gesichtsverlust oder so. Also deswegen, ich würde da gerne noch ein bisschen weiter verweilen. Warum soll man sich einfach damit begnügen, dass gesagt wird, okay, die Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden und wenn deren Vorgesetzte einfach aus politischen Gründen dieses Thema nicht anpacken wollen, dann sind uns die Hände gebunden. Also okay, vielleicht ist es so in der Realität, aber ich würde da gerne trotzdem noch ein wenig weiter verweilen, weil in einem funktionierenden gesellschaftlichen System, das eine Gewaltenteilung hat, sollte man doch meinen, dass man da mehr Mittel in der Hand hat. Also dass Staatsanwaltschaften nicht einfach aus politischen Gründen untätig bleiben können. Du, Felix, rufst mich an genau der richtigen Stelle zur Ordnung. Ich habe nämlich gerade tatsächlich vergessen, etwas zu sagen. Neben der Weisungsabhängigkeit oder Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte gibt es noch einen zweiten Punkt und der ist viel gewichtiger als der erste. Das ist die Unschuldsvermutung des Strafrechts. Jeder Staatsanwalt muss, auch das ist seine Amtspflicht, mit den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen sparsam und vorsichtig umgehen. Deswegen kann er nicht einfach wild herumermitteln, sondern er kann nur tatsächlich den Dingen nachgehen, die mutmaßlich zu einer überwiegend wahrscheinlichen Verurteilung irgendeines Täters führen und zur Feststellung einer Straftat. Wenn wir jetzt mikrobiologische, epidemiologische und volksmedizinische Tatbestandsmerkmale prüfen müssen, die offenbar von einer Komplexität sind, dass sie viele unserer Mitmenschen intellektuell völlig überfordern, dann kommen wir sehr, sehr schnell in einen Bereich, wo der Staatsanwalt sagt, so viele Tatbestandsmerkmale, so viele Beweise und so viele Nachweisungen innerer Überzeugungen bei Tätern nachzuweisen, wird mir nie gelingen. Und es reicht, wenn an einer einzigen Stelle nur ein Zweifel besteht und dann wird der Täter sofort freigesprochen. Deswegen die Unschuldsvermutung des Strafrechts ist nicht der Königsweg zur Verurteilung, sondern ganz im Gegenteil der Königsweg zum Freispruch. Im Zivilrecht ist das ganz anders. Im Zivilrecht kann man mit Vermutungen arbeiten, mit Beweiserleichterungen und im Zivilrecht geht da sehr viel mehr. Deswegen, jeder Geschädigte darf sich auf die Zivilprozessordnung, nicht aber auf die Strafprozessordnung verlassen. Aber bei der Zivilprozessordnung ist ja für mich da auch immer die Frage, kann ich mir das leisten? Weil ich muss mir ja meine juristische Vertretung leisten können. Ich weiß, was passieren kann, wenn das nicht so ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe ja gerade schon den Herrn Laumann, den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, zitiert, der gesagt hat, wenn man das Geld nicht bezahlen will,
muss man sich halt impfen lassen. Also er sagt, es ist auch eine finanzielle Frage. Und Winfried Kretschmann hat am 27. Dezember 2021 mal gesagt, es gibt einen klaren Unterschied zwischen Pflicht und Zwang. Wir müssen im Notfall Menschen mit Geldauflagen zum Impfen bewegen. Also da sagt einer, gerade die Menschen, die finanziell nicht so gut ausgestattet sind, dass sie die Ressourcen haben, die haben einfach ein Problem und müssen einfach damit leben, dass sie genötigt, gezwungen und gedrängt wurden. Also die beiden von dir erwähnten Zitate von Herrn Laumann und insbesondere von Herrn Kretschmar sind in meiner persönlichen Weltsicht schlechterdings unerträglich. Gerade bei unserer deutschen Geschichte sollte jedem von uns bewusst sein, dass es schlicht nicht geht, einem anderen Menschen so intim in seinen Körper hineinzufunkeln, wie es mit diesen beiden Zitaten anklingt. Das geht mir nicht in den Kopf. Das verstößt gegen alles, was ich mir unter Medizin, Ethik und unter der Menschenwürde meines Grundgesetzes vorstelle. Da brauchen wir überhaupt uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist so, da bin ich völlig bei dir. Der prozessuale Ansatz ist natürlich ein anderer, wie man das in den Griff bekommt. Und in der Hochphase von 2G, wo Herr Kretschmar über 2G gesprochen hat und gesagt hat, anschließend irgendetwas müsse in den Grenzen des Grundgesetzes funktionieren, ist ja schon ein Widerspruch in sich. Weil 2G entgegen der derzeit noch geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes nach meiner Rechtsauffassung schlechterdings verfassungswidrig ist. Man kann Menschen nicht zwingen, sich impfen zu lassen oder ihnen sagen, du kannst nur ein Geschäft betreten, nachdem du nachweist, innerhalb eines bestimmten Korridors eine bestimmte Erkrankung gehabt zu haben. Das ist eine Art von Diskriminierung, wie sie schlechterdings unverhältnismäßig ist. Und wer die Quellen anständig studiert hat, der weiß ja auch, dass beispielsweise die Firma Pfizer schon im November 2020 in ihren Papieren intern eingestanden hat, dass Impfungen nicht gegen Infektiosität schützen. Das war ja alles bekannt oder hätte bei sorgfältiger Prüfung bekannt sein können. Selbst wenn man sich also zu diesem Zeitpunkt nicht hat wehren können und selbst wenn man seinen Arbeitsplatz verloren hat oder irgendwelche Aufträge, dann ist jetzt die Zeit, dies zivilrechtlich aufzuarbeiten. Und jeder, der über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, über eine normale Rechtsschutzversicherung, wie die immer so heißen bei den Anbietern, Familien-Gesamt-Privatschutz-Rundum-Glücklich-Paket, der ist für manches nicht versichert, aber für eines bieten alle nach meiner Kenntnis fast alle Rechtsschutzversicherer Schutz, nämlich für Schadensersatzansprüche. Und einen Schadensersatzanspruch gegen eine Behörde geltend zu machen, die da die Hölle heiß gemacht hat, das ist von der Rechtsschutzversicherung abgedeckt. Und da, wo es die Rechtsschutzversicherung nicht macht, da geht man zu einem Prozessfinanzierer. Und wenn das nicht geht, macht man ein Crowdfunding. Es gibt immer Möglichkeiten, einen Prozess zu finanzieren, wenn man plausibel erklären kann, dass man im Recht ist und einen Schaden hat. Interessant wäre es ja auch mal ein anderes Beispiel zu nehmen, nämlich die Quarantänisierung. Es sind Millionen Menschen in Deutschland und in anderen Ländern quarantänisiert worden auf der Basis eines PCR-Tests, auf der Basis eines positiven Ergebnisses. Also nicht auf der Diagnose eines Arztes, sondern auf das Ergebnis dieses Testes, der nicht geeicht war. Also PCR-Tests, man kann ja alles finden, indem man die sozusagen immer weiter durchlaufen lässt. Also deswegen muss man normalerweise den CT-Wert eichen. Und wenn man sehr hohe CT-Werte hat, dann ist man vielleicht positiv, aber die Viruslast ist unbedeutend. Deswegen musste man zum Beispiel einen CT-Wert auf 30 oder besser noch 25, 20 oder so festlegen. Dann könnte man mit einer einigermaßen vorhandenen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, der ist auch ansteckend, der ist krank, bei dem hat man nicht nur einfach irgendein Virentrümmer gefunden, während der eigentlich kerngesund ist. So, diese Eichung hat ja nicht stattgefunden. Die Labore durften recht nach eigenen Maßstäben agieren und das impliziert hier eine gewisse Willkür. Das heißt,
sehr viele Menschen wurden, obwohl sie gar nicht ansteckend sind, quarantänisiert. Wenn sie sich gegen diese Quarantänisierung dagegen agiert haben, hätten sie mit Strafen, mit Sanktionen zu rechnen gehabt. Das heißt, sie hatten ja Verluste an Lebensqualität. Sie wurden in ihren Freiheiten eingeschränkt, während der Zweck ihrer Quarantänisierung, der Grund dafür, wissenschaftlich sozusagen gar nicht legitimiert worden konnte. Und bestünde da auch die Möglichkeit, Schadensersatz sozusagen zu fordern. Und das würde mich interessieren. Selbstverständlich muss man und kann man sich gegen Quarantäneanordnungen wehren, die auf einem PCR-Test beruhen. Und mich wundert, offen gesagt, dass es zwar einerseits Millionen von Quarantäneanordnungen gegeben haben soll, oder ich glaube den Meldungen, es hat sie gegeben, dass es aber nicht Millionen von Schadensersatzklagen gibt wegen der rechtswidrigen Anordnung einer Quarantäne. Denn genau wie du sagst, Felix, der PCR-Test war nicht geeignet, eine Infektion, geschweige denn eine Infektiosität nachzuweisen. Dieser Goldstandard-PCR-Test von Herrn Drosten aus dem Januar 2020 hat mit seinem Standard-CT-Wert von 45 mehr oder weniger alles und jeden zu einem Positiv-Testeten machen können, weil 45 einfach ein viel zu hoher Wert ist. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind Billionstel, glaube ich, von Bruchstücken, die da zu irgendetwas heraufgezogen werden. Und das Argument, dass ein 45er CT-Wert viel zu hoch ist, hat jedenfalls der nordrhein-westfälische Gesetzgeber durch eine Verordnung inzwischen schon konterkariert, indem er nämlich sagt, wer mit einem CT-Wert von 30 positiv getestet wird und mehr, der gilt nicht mehr als infiziert und muss sofort nach Hause gehen können und sich bewegen können, so frei wie er möchte, muss in keiner Quarantäne verbleiben, kann hingehen, wo immer er möchte. Das heißt, der Verordnungsgeber in Nordrhein-Westfalen hat das inzwischen gelernt, dass 30 schon ein sehr vorsichtiger, aber ein Höchstwert ist. 45 war rechtswidrig. Und ich selber führe auch solche Verfahren. Und eines hat mich sehr beeindruckt, das habe ich verloren, nachdem da sehr viel vorgetragen worden ist. Und die Argumentation der dortigen Einzelrichterin ist sehr spannend gewesen, weil sie nämlich gesagt hat, auch sie gesagt hat, ich gehe nicht in eine inhaltliche Prüfung, ich setze mich nicht mit diesen Dingen auseinander, sondern ich glaube schlicht den Vorgaben der Behörde. Und dann steht immer gerne in solchen Entscheidungen, der Gesetzgeber hat das Robert-Koch-Institut oder das Paul-Ehrlich-Institut mit einer ganz besonderen Expertise ausgestattet und die ist für die Richter dann präjudizierend. Und diese Argumentation ist rechtsstaatlich nicht vertretbar. Sie sprengt alles, was wir bislang in der Bundesrepublik Deutschland über Jura gewusst haben. Denn wenn es richtig wäre, dass der Gesetzgeber sagt, ich mache eine Behörde zu einer besonders schlauen Behörde und die ist so schlau, dass kein Gericht bei der Wahrheitsfindung schlauer sein kann als diese Behörde, dann kann ich, wäre dieses Argument zutreffend, alle Gerichte morgen sofort abschaffen, weil ich als Gesetzgeber es in der Hand habe, zu sagen, die Behörden bestimmen und die Gerichte sind sowieso zu dumm, es nachzuvollziehen. Das ist nicht in Einklang zu bringen, auch mit dem richterlichen Auftrag zur Wahrheitsfindung. Und ich habe in diesen Verfahren beispielsweise auch immer darauf hingewiesen und tue das nach wie vor, dass es eine wunderschöne Vorschrift gibt an unvermuteter Stelle in der Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer. Und in der Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer heißt es in § 43, dass ein Wirtschaftsprüfer auch bei Menschen, mit denen er in der Vergangenheit intensiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat, sich immer eine skeptische Grundhaltung bewahren muss und schauen muss, ob das, was ihm an Zahlen präsentiert wird, auch tatsächlich plausibel ist und richtig sein kann. Und diese skeptische Grundhaltung erwarte ich mir von jedem Richter, der Parteivortrag von Kläger- und Beklagtenseite bekommt. Der muss das empathisch hören, muss sich hineinversetzen in die Parteien, aber er muss skeptisch bleiben, ob das, was ihm erzählt wird, auch von Behörden, objektiv mit der Wahrheit in Einklang zu bringen ist und mit der Realität und mit wissenschaftlichen Methoden. Und
irgendwo das nicht funktioniert, da muss man nachfragen. Das ist das, was ich mir erwarte von Gerichten. Das ist die raison d'être der Justiz. Man kann sich ja fragen, wie das mit einer Gewaltenteilung in Einklang zu bringen ist, wenn Richter sich auf die Behörden beziehen und dabei suggerieren oder voraussetzen, dass diese Behörden unabhängige wissenschaftliche Institute sind, die eine ganz neutrale Sachverständigenfunktion haben. De facto ist das RKI ja dem Gesundheitsministerium untergeordnet. Das heißt, es ist letzten Endes der Regierung untergeordnet. Es ist Teil der Exekutive. Und es kann ja nicht sein, dass sich die Judikative auf die Exekutive beruft. Sie sollte sie ja eigentlich kontrollieren. Da können wir auf die Psychologie zu sprechen kommen, die Carlos am Anfang angesprochen hat, die Psychologie der Richter, aber generell die Psychologie all derer, die da mitgemacht haben. Denn das Interessante ist ja, was wir gerade gehört haben, die Gesellschaft hat sich auch in eine gewisse Panik hineingetestet. Wir hatten es ja mit einer Pandemie zu tun, wo man mich mit der Waffengewalt des Staates davon überzeugen musste, wie gefährlich die ist. Denn es kamen ja Behörden, auch bewaffnete Behörden, die einem klargemacht haben, die und die Maßnahmen gelten jetzt. Bei einer richtigen Pandemie hätte es diese Leute ja nicht gebraucht. Dann wäre ich schon aus Gründen zu Hause geblieben, weil ich gesehen hätte und gespürt hätte, ups, es ist wirklich eine Pandemie. Aber hier brauchten wir ja die Staatsgewalt, um uns von der Pandemie zu überzeugen. Und da interessiert mich die Psychologie. Warum war es so einfach, die Judikative, die Exekutive, aber auch die Legislative und den Souverän größtenteils, weil das Volk hat ja mitgemacht, dahin zu bringen, dass sie psychologisch gesagt haben, ach, Grundgesetz, Schmundgesetz, jetzt ist Pandemie. Wo ich es beurteilen kann, ein bisschen innerhalb der Justiz, da würde ich Folgendes sagen. Auf der einen Seite sind Richter tendenziell eher geneigt dazu, die interne Staatsorganisation für ordnungsgerecht zu betrachten, als sie für dysfunktional zu halten. Das wieder bedeutet, dass Richter sich nicht vorstellen können in aller Regel, dass eine Behördenorganisation fehlgeht. Würde man einem Richter im Jahre 2021 oder 2022 oder vielleicht auch noch 23 sagen, dass die Weltgesundheitsorganisation überwiegend von Privatinteressen gesteuert wird, dann erscheint das sicherlich vielen Richtern völlig unvorstellbar, weil die Weltgesundheitsorganisation immer noch in dem Ruf steht, eine objektive supranationale Einrichtung zu sein. Und was dann von der WHO kommt, das hat so den gleichen Wahrheitsanspruch wie ehedem die Anweisung eines preußischen Beamten. Die ist nüchtern und protestantisch und in Ordnung. Das heißt, hier diese skeptische Grundhaltung, von der ich gerade gesprochen habe, auszulösen, ist eine große prozessuale und auch rhetorische Herausforderung und auch eine psychologische Herausforderung, hier bei Richtern den Mut hervorzurufen oder hervorzukitzeln, dann tatsächlich mal Fragen zu stellen. Und eine zweite Dimension, die ich auch beobachte, ist die, es gibt Richter, die während der Pandemie wirklich, weil Richter Menschen sind, Angst hatten. Viel, viel persönliche Angst um sich und ihre Familien. Und ich habe noch in 2023 mit Richtern in einem Saal gesessen, die auch im Jahr 2023 noch mit FFP2-Masken verhandelt haben. Das tun diese Richter sicherlich nicht, weil sie sich nüchtern mit Fakten beschäftigt haben und Studien gelesen haben, die inzwischen sehr deutlich sagen, was von Masken zu halten ist oder von Infektionsgefahren oder von Infektiositäten, Case Fatality Rate und all diesen Dingen, sondern weil sie Angst haben. Und weil das sie persönlich überzeugt, dass man Angst haben soll und kann. Und diese Angst führt in meiner Hypothesenbildung auch dazu, dass sich manch ein Richter nicht getraut hat, einen Sachverständigen zu fragen, weil er gefürchtet hat, wenn er den falschen, in Anführungszeichen, Sachverständigen fragt, dass er dann in seinem Verfahren, in seinem Prozess plötzlich ein Gutachten bekommt,
das dazu führt, dass irgendwelche Maßnahmen als unverhältnismäßig zu qualifizieren sind. Und dann hat dieses Gericht möglicherweise die Befürchtung gehabt, dass da draußen ein Schutzstandard sich absenkt. Und um dem aus dem Weg zu gehen, ist dann eben gesagt worden, wir sind Team Vorsicht und wir machen alles ganz übervorsichtig und wir lassen die Masken auf und wir testen weiter und auch mit hohen CT-Werten. Das ist so die Psychologie der Gerichte. Die muss man sehr, sehr vorsichtig, Millimeter für Millimeter aufbohren und sich betrachten. Und ich rate auch dazu, das sehr bald zu tun. Denn wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass auch Gerichte schon im Jahre 2020 eine Kenntnis dafür annehmen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist während der Pandemie, dann könnte ein Gericht irgendwann auf die Idee kommen, zu sagen, im Jahre 2020 ist die Verjährung in Gang gesetzt worden mit dem 31.12. Und dann hätten wir für deliktische Ansprüche nur noch die Jahre 21, 22 und 23 als dreijährige Verjährungsfrist. Und dann könnte am 31.12.2023 schon der letzte Tag sein, um noch eine Klage einzureichen, weil ab 24 alles verjährt wäre. Deswegen, wer geschädigt ist und wer zu der Überzeugung kommt, dass er einem Richter einen guten Sachverhalt vorlegen kann, der sollte das noch in diesem Jahr tun. Das ist ein wirklich spannender Hinweis. Das möchte ich nochmal wiederholen. Das heißt, der Moment, wo die Tat, die man ahnden kann, als Tat akzeptiert wird, ist der Moment, wo der in Anführungsstrichen Täter selber erkannt hat, ups, das, was ich gemacht habe, könnte vielleicht rechtswidrig gewesen sein. Nein, ich muss es präziser sagen, der Augenblick, wo der Geschädigte Kenntnis von Tat und Täter hat. Wenn also ein Gericht irgendwann sagt, schon in 2020 hätte man wissen können, dass es mit den Maßnahmen um die Pandemiebekämpfung ein Zweifel indiziert war, dass an diesen Maßnahmen Zweifel legitim war, dann könnte es bei schwierigem, bei schlechtem Prozessausgang dahin laufen, dass man sagt, schon in 2020 hätte jemand, der in Quarantäne geschickt worden ist, wissen können, dass der CT-Wert von 45 für seinen PCR-Test wissenschaftlicher Nonsens ist. Beispielsweise, weil ja auch die WHO dann kurz darauf hingewiesen hat. Dann würde die Verjährung schon im Jahre 2020 zu laufen beginnen. Kenntnis von Tat und Täter. Wer hat mich geschädigt? Wie hat er das gemacht? Ein Gesundheitsamt hat mich in Quarantäne geschickt. Und dann wäre mit dem Ablauf des Jahres 2020 die dreijährige Verjährungsfrist in Gang gesetzt. Die wäre dann in den Jahren 21, 22, 23 gelaufen. Und der 31.12.23 wäre der letzte Tag dieser Verjährungsfrist. Das heißt aber, ich muss also einen Menschen, der Kritik hat oder der sich unwohl fühlt, 3 Jahre lang als Verschwörungstheoretiker brandmarken, dass niemand auf den hört. Und erst dann, wenn man wieder anfängt, ihn ernst zu nehmen, nach 3 Jahren sagt man, ups, jetzt ist es leider zu spät. Heißt es das? Das heißt es, so schön kann Jura sein, weil man immer damit rechnen muss, dass der eine sagt, das Glas ist halb voll und der andere sagt, das Glas ist halb leer. Das heißt also, wenn man 3 Jahre als Verschwörungstheoretiker und als Aluhutträger verunglimpft worden ist, hat man überhaupt keine Garantie, dass nicht ab dem Jahre 2024 gesagt wird, das hätte man in 2020 schon wissen können. Ich habe beispielsweise festgestellt, der zweite Mann im Vatikan direkt nach dem Papst ist Kardinal Müller. Und Kardinal Müller hat im Mai 2020 sehr, sehr dezidiert darauf hingewiesen, dass mit den Maßnahmen der Quarantäne und der Pandemiebekämpfung irgendetwas methodisch nicht in Ordnung ist. Und hat sich da sehr, sehr deutlich erklärt, hat gesagt, das ist nicht verhältnismäßig, Menschen davon abzuhalten, ihre alten sterbenden Verwandten im Krankenhaus zu besuchen, und hat das sehr exemplifiziert. Das heißt, Kardinal Müllers Publikationen aus dem Mai 2020 bergen in sich das Risiko, dass ab dem Januar 2024 ein Gericht sagt, der hat es gewusst, dass es nicht stimmt, dann hätte der Geschädigte es auch schon wissen können. Das heißt also, jeder sollte tunlichst noch in diesem Jahr Klage erheben. Möglicherweise, was den PCR-Test angeht, kann man etwas optimistischer sein, weil die WHO erst im Januar 2021 offiziell vom PCR-Test abgerückt ist.
Aber länger als 2024 würde ich also meine Schadensersatzklagen in keinem Fall herauszögern. Du sprachst vorhin von Crowdfunding, um dieser finanziellen Ohnmacht sozusagen zu begegnen, der man als Einzelner ausgesetzt ist, da nicht viel ausrichten zu können. Und ich musste da an Steinhöfels Initiative, sein Fonds Meinungsfreiheit im Netz denken. Und da funktioniert es ja auch ganz gut, dass ja gerichtliche Entscheidungen zu Ungunsten Facebook, zugunsten der Meinungsfreiheit erwirkt werden, weil sehr viele Menschen ein gleiches Interesse teilen. Sie sehen, hier wird systematisch widerrechtlich Meinungsbeiträge gelöscht und wir spenden und dann werden ausgewählte Prozesse geführt, die dann auch gewonnen werden. Und ich glaube, man kann sagen, Facebook ist dadurch auch ein wenig gezähmt worden. So, könnte man auf dieser Ebene vielleicht auch etwas in Sachen Impfschädigung oder in Sachen Corona-Unrecht in die Wege leiten? Also, dass sich Menschen vernetzen, in etwas einzahlen und dass dann solche Prozesse geführt werden im Namen von Einzelnen, die aber hinter denen mehrere stehen. Das wäre doch vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die Frage ist zudem, an wen soll denn die Klage gehen? Wer soll verklagt werden? Die, die den Impfstoff hergestellt haben? Die, die mir den Impfstoff verabreicht haben? Die, die mich so unter Druck gesetzt haben, dass ich gesagt habe, dann mache ich es halt? Medien, die mir eingeredet haben, das ist ganz Knorke. Wen soll ich denn da verklagen? An wen geht denn meine Klage? Also derzeit gehen sie ja gegen die Hersteller. Zu den Erfolgschancen sagt man ja zumindest, ich möchte es jetzt gar nicht beurteilen, dass die Gesetze so pro Pharma sind, dass die Erfolgschancen dafür die einzelnen Geschädigten nicht so gut sind. Und was wir hier in den Raum geworfen haben, ist ja, dass man die Behörden wirklich über das Haftungsrecht verantwortlich macht. Und das wäre gerade das irgendwie naheliegendste. Man kann ja schlecht Politiker verklagen und man kann auch nicht den Spiegel verklagen, dass er gegen Ungeimpft gehetzt hat oder derartige Dinge. Ich würde am ehesten auf die Behörden zielen. Also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, das Zivilrecht ist eine wunderschöne geistesgeschichtliche Tradition und es eröffnet uns ein ganz, ganz breites Spektrum von sogenannten Passivlegitimierten, also von Menschen, die man verantwortlich machen kann. Der Begriff der Passivlegitimation ist da das wunderschöne zivilrechtliche Begriffskorsett, in das man Menschen hineinlegen kann. Und natürlich kann man an den Hersteller denken. Die Hersteller haben sehr darauf geachtet, in ihren Verträgen sich haftungsprivilegieren zu lassen. Der Gesundheitsminister ist durch das Infektionsschutzgesetz ermächtigt worden, eigene Regelungen zu treffen. Seine Verordnungen haben die Impfstoffe gegen das SARS-CoV-2 aus der Gefährdungshaftung herausgenommen. Das sind also die tollsten Dinge getan. Ob das alles rechtmäßig gelaufen ist, das steht noch auf einem anderen Blatt. Ich weiß, ich habe gerade mit dem Kollegen Tobias Ulrich gesprochen, der also da gerade Verfahren führt in größerem Stil und der mir eigentlich sehr schlüssig erklärt hat, dass da § 84 des Arzneimittelgesetzes eine große Tür ist, durch die man gehen kann, wenn es denn richtig läuft. Also da ist sicherlich einiges möglich und so etwas dauert immer viele Jahre. Man hat aber auch Verordnungsgeber, man hat Behörden, man kann einzelne Gesundheitsämter wegen Quarantäneanordnungen verklagen. Man kann auch einzelne Beamte verklagen, beziehungsweise nicht sie selber, sondern die dahinterstehende Behörde auf Schadensersatzleistungen, um diese Dinge alle einer Klärung herbeizuführen. Und was mich in den letzten Tagen sehr intensiv beschäftigt hat, und ich glaube, da wird demnächst auch noch darüber zu reden sein, jemand, dessen Haftungsverantwortung nach meiner derzeitigen Überlegung noch völlig übersehen ist, ist der sogenannte Faktenchecker. Denn Journalisten, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben ja in der Vergangenheit immer wieder, wie die gesamte Presse, darauf hingewiesen, dass sie sich auf Meinungsfreiheit zurückziehen. Ein Faktenchecker ist aber was anderes. Jemand, der bewusst nach außen auftritt und sagt, ich äußere keine Meinung, sondern ich checke Fakten, der tut ja nichts anderes, als sich mit Tatsachen zu beschäftigen.
Und eine unrichtige Tatsachenäußerung ist durchaus ein tauglicher Anknüpfungspunkt für einen Schadensersatzanspruch. Will heißen, wenn ein Faktenchecker bewusst und offen selbst als Faktenchecker in die Öffentlichkeit tritt und sagt, die Tatsache A ist richtig und die Tatsache B ist unrichtig, dann muss er für seine Faktenchecker-Ansage auch die Haftungsverantwortung übernehmen. Solche Prozesse sind spannende Prozesse. Sie fördern die Rechtsordnung. Und da ist interessant, in welchem Auftrag die Faktenchecker die Fakten gescheckt haben. Denn gerade bei dem öffentlich-rechtlichen Finanzierungssystem ist es ja so, dass all die Leute, die auf öffentlich-rechtlicher Basis Fakten gescheckt haben, sie es getan haben mit der Finanzierung durch Zuhilfenahme der Waffengewalt des Staates. Und diese Möglichkeit hatten andere Medien, hatten andere Verlage nicht. Es war also ein Ungleichgewicht der Waffen. Und dieses Ungleichgewicht wurde durch den Staat hergestellt. Denn der hat beschlossen, die und die Sender haben das Recht, mit Waffengewalt das Geld von allen Bürgerinnen und Bürgern zu erzwingen, während halt die anderen ihre Fakten auf dem freien Markt checken müssen. Für mich klingt das einfach nicht richtig, dass wir sagen, die einen Verlage, die bekommen Hilfe vom Staat, dass die Geld eintreiben dürfen von allen Bürgerinnen und Bürgern und die anderen Verlage und Medien müssen sich auf dem freien Markt behaupten. Und wenn die dann anfangen, Fakten zu checken, ich finde, da läuft was verkehrt. Ich bin an der Stelle hin und her gerissen. Vom Grundsatz her bin ich gar nicht ein Gegner der Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aus folgendem Grund. Wenn es in einer Gemeinde nur und Gemeinde im weiteren Sinne auch in einer Staatengemeinschaft in Deutschland, wenn es in einer menschlichen Community, um es mal so zu sagen, ausschließlich private Zeitungen und private Rundfunkanstalten gibt, die dann irgendjemandem gehören, dann ist der Eigentümer dieses Mediums befugt zu sagen, X sendet bei mir etwas und sagt etwas, Y tut das nicht. Das heißt, ich kann den Eigentümer eines solchen Radiosenders oder den Eigentümer eines Fernsehsenders einer Zeitung nicht zwingen, in Anführungszeichen objektiv zu berichten. Insofern finde ich die Existenz eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkes als eines neutralen Marktplatzes zur offenen Diskussion aller Standpunkte im Ansatz sehr positiv. Da neige ich ja schon fast dazu, Jürgen Habermas zu zitieren und zu sagen, der öffentliche Rundfunk hat die Aufgabe, einen herrschaftsfreien Diskurs unter allen zu eröffnen, die daran teilnehmen möchten. Das Problem ist allerdings, ist denn überhaupt der Manpower in den real existierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten derzeit noch in der Lage, einen solchen herrschaftsfreien Diskurs zu organisieren? Tatsache ist, der ursprüngliche öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht dazu geschaffen gewesen, Faktenchecker zu alimentieren und in Stellung zu bringen gegen die Wissenschaftsfreiheit, gegen die Forschungsfreiheit und gegen das gesamte akademisch organisierte Gemeinwesen. Da betreten wir völlig Neuland. Und dieses Neuland will juristisch aufgearbeitet sein. Das muss angstfrei geschehen. Und das muss mit mutigen und intellektuell herausragenden Richtern passieren. Tun wir das. Fangen wir das an. Wenn ich höre, wir müssen von einem herrschaftsfreien Raum ausgehen, sage ich befinde mich in einem herrschaftsfreien Raum mit der Bild, mit dem Spiegel, mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit der Achse des Guten. Weil wenn mir das nicht gefällt, was da steht, dann kaufe ich das nicht. Dann gebe ich denen kein Geld. Aber die Öffentlich-Rechtlichen halten die Knarre des Staates an meinem Kopf. Sie sind eben nicht in einem herrschaftsfreien Raum, sondern sie bedrohen mich mit Waffengewalt. Und deswegen finde ich es immer komisch, wenn gerade bei ARD und ZDF von einem herrschaftsfreien Raum gesprochen wird, wenn sie diejenigen sind, die mir die Knarre des Staates an den Kopf halten. Ich glaube, es ging doch auch bei den Faktencheckern gar nicht so sehr um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern darum, dass solche ja, Journalisten teilweise auch durch öffentliche Gelder finanziert werden, indem sie Geld von gewissen Ministerien erhalten. So ist es doch, wenn mich nicht alles
täuscht, aber vielleicht wisst ihr das besser, weil dann ist sie ja auch, dann hat man es ja wirklich mit einem unfairen Wettbewerb zu tun. Also wir als Achgut kriegen ja auch kein Geld vom Staat, wollen wir ja auch natürlich gar nicht, aber andere vielleicht schon und werden dann natürlich auch diesen Staat nicht in der Weise kritisch beäugen, weil sie ja auch das Geld angewiesen sind. Man beißt die Hand nicht, die einen füttert. Das wäre ja ein Grundfehler dieser Faktencheck-Organisation. Wobei ich mich da jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen will, aber bin mir recht sicher, dass das auch Steuergelder in solche Faktencheck-Institute fließen. Vor allem, wenn die Faktenchecker dafür gesorgt haben, dass im Jahre 2020 und 2021 all die Leute, die bereits kritisiert haben, was sich später als wahr herausstellen sollte, zu Verschwörungstheoretikern erklärt wurden, und zwar qua der Macht des Faktencheckes der Öffentlich-Rechtlichen, bekomme ich es dann schon wieder mit der Angst zu tun, weil ich jetzt gerade hier heute vor dir, Carlos, gelernt habe, dass man dann einfach in ein paar Monaten sagt, ja, war ja freie Meinung und jetzt ist verjährt, weil Edge Badge. Ja, die Welt ist so furchtbar kompliziert, aber Gott sei Dank ist sie das ja auch, sonst hätten Juristen ja nichts zu tun. Und wenn sie sich nicht streiten würden, wovon sollte denn dann der Anwalt leben? Aber jetzt mal Zynismus beiseite. Die große intellektuelle Herausforderung in der Bewältigung all dieser Aufgaben besteht ja darin, dass man von der Methodik her sauber arbeitet und in den richtigen Dogmen denkt. Und dass man sagt, was ist öffentliches Recht und was ist privates Recht? Was ist Gesellschaft und was ist Staat? Und eine chemisch reine Unterscheidung zwischen diesen beiden Bereichen, zwischen freiem Rundfunk privat und staatlicher Macht auf der anderen Seite, das ist so wie eine weiße und eine schwarze Fläche auf einem Gemälde. Und solange die noch nicht eingetrocknet sind, die Farben, solange kann man da noch rumfingern und kann so ein bisschen Weiß ins Schwarz rüberziehen und ein bisschen Schwarz ins Weiß. Und dann wird das so ein graues Gewusele, das keiner mehr richtig voneinander abgrenzen kann. Und genau das ist passiert zwischen den Rundfunkanstalten und dem Staat und den Faktencheckern und dem Internet und dem Privatbereich. Macht euch bitte völlig klar, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten Rundfunkräte haben, die von den Landtagen beschickt werden. Das ist der politische Einfluss in den Journalismus. Ob das gut ist, darüber kann man für meine Begriffe sehr, sehr lange debattieren. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt sagt der Gesetzgeber, wenn man eine private Plattform betreibt, dann ist man verpflichtet, Fake News, gefährliche Fake News zu bekämpfen. Wenn man das nicht tut, dann wird man gecancelt und übel gestraft. Also sind die Betreiber privater Seiten verpflichtet, eine interne Polizei aufzustellen, die Fake News und Hassrede herausnimmt. Das können sie nur, indem sie eine Struktur aufbauen, eine Organisationsstruktur, die sozusagen immer durch die eigene Homepage läuft und guckt, ist da irgendetwas, was uns angreifbar macht? Und aus völlig nachvollziehbaren Gründen ist in dieser Grauzone dann eine Übersensibilität für alles, was möglicherweise falsch ist, dies genau zu löschen. Und diese Übersensibilität ist jetzt genau das Gegenteil von dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich das Gegenteil von der Unschuldsvermutung im Strafrecht. Während beim Strafrecht gilt im Zweifel für den Angeklagten, gilt beim Löschen im Zweifel lieber mehr löschen als zu wenig, weil ich sonst ganz viel bezahlen muss. Und diese Faktenchecker werden überprüft, und werden dann auch noch staatlich alimentiert oder werden quersubventioniert durch irgendwelche Beitragsmittel. Und jetzt ist plötzlich das Gemälde, das ich, von dem ich gerade gesprochen habe, auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz, ist eine völlige Grauzone geworden, in der sich keiner mehr auskennt. Und das Einzige, was man nach meiner Überzeugung tun kann, ist wieder sehr, sehr klar methodisch und nach ordnenden Prinzipien weiß und schwarz voneinander zu trennen. Und schön die Blut-Hirn-Schranke einzuhalten. Hier ist die eine Sphäre, da ist die andere Sphäre. Und so wird das gegeneinander ausbalanciert. Alles andere, diese praktikablen Lösungen und dieses Public-Private-Partnership-Organisieren, führt immer nur zu Unübersichtlichkeiten. Und Unübersichtlichkeiten sind übrigens ein großer Treiber von Angst. Wenn wir davon reden, dass irgendetwas diabolisch ist, das Wort diabolisch kommt von Durcheinanderwürfeln, von Durcheinanderbringen, von Verwirren. Ich wollte noch mal kurz belegen,
Korrektiv hat im Jahr 2022 zum Beispiel 360.000 Euro aus der Landeshauptkasse NRW und 102.000 Euro aus der Bundeskasse Halle bekommen. Also das ist Staatsknete, die da auch verwendet wird. Und das muss man natürlich irgendwie kritisch sehen. Also das hat natürlich auch Einfluss darauf, was letzten Endes produziert wird an journalistischen Inhalten. Und irgendwo muss ja diese Gleichförmigkeit eben auch herkommen. Und ich denke, da tut man gut daran, einfach zu schauen, wer dort finanziell unterstützt. Das ist das eine. Dann wollte ich nochmal ein neues Thema aufmachen. Und zwar während dieser drei Corona-Jahre ging es mir häufig so, dass ich wirklich von einem Gefühl der Ohnmacht fast geschlagen worden bin, dass ich wirklich Angst davor hatte oder ja, die eine gewisse Furcht in mir dämmerte, dass das alles nicht mehr aufhört, dass das Leben ab jetzt wirklich immer so ist, dass wir Maske tragen müssen, dass es Impfpflichten geben wird, dass diese Hygieneregeln fortbestehen, dass das gesellschaftliche Leben ab jetzt eben einfach so ist. Das war zumindest eine Furcht, die irgendwo schwelte und die mich teilweise ja psychosomatisch wirklich fertig gemacht hat. Also in dem Sinne, dass ich morgens im Bett lag und schon daran an solche Gedanken hegte und ich Kopfschmerzen davon bekam. Also Kopfschmerzen von politischen, von der Art und Weise, wie ich regiert werde, das war eine absolut neue Erfahrung, habe ich nie wieder so erlebt. Das alles ist ja jetzt weg. Wir können ja wirklich sagen, die Maßnahmen sind aufgehoben. Es ist zwar nicht alles wieder wie vorher, aber zumindest im unmittelbaren Alltag erfährt man die Dinge wieder so wie in der alten Normalität mit kleinen, jetzt nicht ins Gewicht fallenden Abweichungen. Und das ist ja erstmal schon mal was Schönes und etwas, was einen, finde ich, auch wieder Hoffnung schöpfen lässt und eine gewisse Lebendigkeit an den Tag kommen lässt. Und deswegen meine Frage an euch, was haltet ihr davon, wie die Aufarbeitung vonstatten gehen wird? Also wie viel Erfolg werden wir haben? Wird sie ihren Namen verdienen? Gibt es irgendwie eine positive Tendenz im Großen und Ganzen oder sollte man noch eher pessimistisch bleiben? Also ich erlebe es gerade so, dass peu à peu sich durchaus etwas tut, dass sich der Wind langsam aber sicher über die Monate hinweg doch ein wenig dreht, dass die Kräfteverhältnisse sich verschieben. Man erlebt das, glaube ich, auch auf Twitter ganz gut, wo man die Kräfteverhältnisse nochmal ja, realistischer abgebildet bekommt, als wenn man den Fernseher einschaltet. Und man merkt ja auch, dass gewisse Punkte aus der Corona-Kritik, aus dem in den Mainstream einsickern. Und also ich erlebe es so, dass man langfristig betrachtet durchaus eine gewisse Tendenz zur Aufarbeitung hin erleben kann. Und das stimmt mich eigentlich durchaus optimistisch und motiviert mich dazu, weiterzumachen. Ja, man hat allen Anlass, weiterzumachen. Ich beobachte auch, dass mit zunehmender Zeit die unglaublichsten Dinge ans Tageslicht kommen. Ich bekomme auch ständig E-Mails und Nachrichten von allen auf unterschiedlichen Kanälen von Menschen, die sagen, ich war da bis jetzt etwas zurückhaltend, aber inzwischen habe ich so viel Boden unter den Füßen, dass ich mich traue, das anders zu beurteilen, als ich das noch vor 2, 3 Jahren getan habe. Also es bekommt die Sache eine große Dynamik. Ich warne davor zu glauben, dass die Welt jetzt wieder eine andere ist, nur weil kaum noch Menschen ohne Masken um uns herumlaufen. Denn das Gemeine ist, wenn einer einmal gelernt hat, Fahrrad zu fahren, dann kann er das immer wieder tun. Und so sind seit dem März 2020 in der Bundesrepublik und weit darüber hinaus weltweit Strukturen geschaffen worden, die ein gewisses Erinnerungsvermögen haben. Und sobald irgendjemand wieder eine neue Todesgefahr durch ein Jahrtausendvirus ausruft, besteht durchaus die Möglichkeit, all diese anderen, diese geschaffenen militärischen Strukturen wieder aufzurufen und sofort wieder neu in den Angriff zu gehen. Das heißt, was jetzt innerhalb des öffentlich-rechtlichen Debattenraumes
für meine Begriffe wirklich hier alternativlos geboten ist, ist eine sehr, sehr akribische Aufarbeitung dessen, was gelaufen ist, um Handhabe dafür zu schaffen, wie man mit der nächsten Pandemie umgehen muss und ein gesellschaftliches Bewusstsein auch dafür zu schaffen, dass es neben dem unsichtbaren Coronavirus auch noch das unsichtbare CO2-Molekül gibt und dass diese unsichtbaren, winzigen Nichtse, diese Beherrschungsinstrumente genutzt werden, um hier politische Macht auszuüben. Und damit muss man sich kritisch auseinandersetzen. Und ohne das wird die Zukunft nicht zu gewinnen sein. Aber auch ich bin optimistisch. Die Lüge hat immer kurze Beine. Und wie mein Freund Friedrich Nietzsche irgendwann mal geschrieben hat, verschwiegene Wahrheiten werden giftig. Wir müssen die Wahrheiten aussprechen. Wir müssen das mit großer Freundlichkeit, mit großer Beharrlichkeit tun, mit angemessener Wortwahl. Und ohne Schaum vor dem Mund, mit sehr viel Liebe für Menschen, die sich geirrt haben, um sie ans Licht zu führen. Und dann wird das auf lange Sicht auch funktionieren. Dem möchte ich noch hinzufügen, dass ich auch sagen würde, für die meisten, also die, die wirklich Angst hatten, die Sorge hatten, dass man versucht, so höflich und so verständnisvoll wie möglich zu reden. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, etwas zu tun, das ich einführen möchte mit einem mittlerweile berüchtigt gewordenen Zitat von Nikolaus Blome aus dem Dezember 2020, wo er gesagt hat: Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Und wenn ich so etwas höre, dann denke ich an jene Menschen, die so etwas getan haben. Und da möchte ich ein wenig deutlicher werden und sagen, möge die gesamte Republik mit dem Grundgesetz auf sie zeigen. Ja, wir sollten aber nicht nur sozusagen moralisch diese Leute anklagen, sondern wir sollten uns auch ein bisschen über sie lustig machen. Denn die Voraussetzungen, an die sie geglaubt haben, waren lächerlich. Es war peinlich zu glauben, dass man eine Pandemie nur überwinden kann, wenn sich alle impfen, dass man die Maske Tag ein, Tag aus tragen muss, dass das irgendetwas bringen würde. Sowas sind lächerliche Vorstellungen und Journalisten, die gegen jede Vernunft und gegen jede Moral verteidigt haben, haben gehandelt wie Neurotiker, die Kontrolle über ihr Denken verloren haben sollen. Und diese sozusagen, dieses, sag mal, was war eigentlich los mit euch? Dieses, habt ihr einen an der Klatsche gehabt? Diese Perspektive sollten wir uns auch bewahren und nicht nur die moralische, die natürlich auch sehr wichtig ist. Das stimmt. Wir brauchen nach dem Film Goodbye Lenin endlich einen neuen Film und er soll heißen Goodbye Lauterbach. In diesem Sinne, vielen Dank für das wunderbare Gespräch, Carlos A. Gebauer und Felix Perrefort. Ich bedanke mich auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke. Und ich glaube, wir haben am Ende direkt den Titel der heutigen Sendung herausgefunden, Goodbye Lauterbach. Ich finde es großartig. So, was macht ihr jetzt noch? Ich muss jetzt mal ein Glas Schnaps trinken heute Abend. Oh. Ja, ich werde mir jetzt auch ein Bier öffnen. Ich bin nämlich sehr glücklich. Meine Liebste ist von ihren Reisen zurückgekommen seit gestern und nächsten Tage ist sie bei mir und wir kochen gleich was Schönes. Und da sitzt du jetzt hier bei uns und redest mit uns, wo deine Liebste da ist, schalte augenblicklich den Computer aus und geh zu deiner Liebsten.